Moin Leute, ich begrüße euch wieder zu den Gaming News. Vorweg möchte ich mich entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet, bin ein bisschen krank. Ich denke mal, das hört man vielleicht auch. Keine Ahnung, aus dem Grund gab es auch gestern kein Video und vorgestern nur ein Video, was ich ja schon vor längerer Zeit erstellt hatte. Aber ich mache natürlich trotzdem jetzt die Gaming News. Und zwar Ausgabe 5 vom 23. bis zum 29. Mai, also die Woche, die heute endet. Und anfangen möchte ich mal wieder mit der Wii 2. Und zwar wurde jetzt vermutet, dass der Controller erstmal einen Touchscreen haben wird, was wir ja bereits wissen, dass das viele Leute vermuten. Und es wird auch vermutet, dass das Ding eine Kamera eingebaut hat. Ich weiß nicht, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, weil auch wenn man ein ganz normales Gamepad hat, man wackelt andauernd irgendwie. Und wenn man nur irgendeine Taste drückt, deswegen das mit der Kamera, bin ich ein bisschen unschlüssig, ob das stimmen könnte. Und das Video, was ich euch letzte Woche gezeigt habe, wo ich schon vermutet habe, beziehungsweise wo eigentlich alle vermutet haben, dass es ein Fake ist, hat sich tatsächlich als Fake herausgestellt. Und zwar haben sich jetzt drei Studenten sozusagen geoutet aus Frankreich. Von denen war das tatsächlich ein Uni-Projekt. Dieses Video war ein Uni-Projekt, um uns alle zu verarschen. Und zwar haben die eine Studie gemacht, wie groß und wie schnell die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Videos im Internet ist, nur auf viraler Ebene. Finde ich schon krass. Ja, also finde ich eine coole Aktion von denen und ich hoffe, die haben mit ihrem Uni-Projekt da jetzt ordentlich eine gute Note abgestoppt, sag ich mal. Und ja, haben einige wahrscheinlich übers Ohr gehauen, haben bestimmt manche gedacht, dass es echt wäre. So, Dead Space 2. EA hat einen kostenlosen DLC für Dead Space 2 angekündigt. Und zwar soll der zwei Multiplayer-Karten beinhalten. Sehr schön, dass das Ding kostenlos ist. Soll am 31. Mai für die Xbox 360 herauskommen und am 3. Juni für die PlayStation 3 und nicht für den PC. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen arm, dass das nicht für den PC erscheint. Da müssen jetzt alle PC-Spieler in die Röhre glotzen. Haben also ja keine zwei Multiplayer-Karten mehr. Finde ich ein bisschen schade und um ehrlich zu sein, ich verstehe es auch nicht warum. Duke Nukem Forever hat offiziell den Gold-Status erreicht. Sprich, sie sind komplett fertig. Das Ding könnte theoretisch morgen in den Läden stehen. Und das Teil hat 14 Jahre Entwicklungszeit gekostet. Vor 15 Jahren wurde es geplant und dann wurde 14 Jahre daran gearbeitet, bis das Teil jetzt endlich fertig war. Immer wieder verschoben, immer wieder neu angekündigt, immer wieder gesagt, es kommt gar nicht mehr. 14 Jahre seit dem letzten Teil, 14 Jahre Entwicklung. Echt krass. Es soll am 10. Juni released werden. Und ich bin erst davon überzeugt, dass das Ding wirklich da ist, wenn es im Laden steht und ich sehen kann. Und eventuell mal angespielt habe. Ansonsten... Ich fände es echt so lustig, wenn die das jetzt nochmal verschieben würden, ehrlich. Naja, Microsoft hat auf dem Marktplatz die Halo Reach Demo diese Woche veröffentlicht. Ist um echt zu sein ein bisschen spät, oder? So 8 Monate nach Release. Wer hätte das erwartet? Jetzt wird gemunkelt, dass eventuell auf dem Grund, dass eventuell auf der E3 ein bisschen was gesagt wird, dass sie aus dem Grund das ein bisschen anheizen wollen. Naja, ich bin mal gespannt, was Microsoft da sowieso bringen wird. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen verdammt spät, 8 Monate nach Release, da so eine Demo rauszuhauen. Aber es ist schön, dass sie trotzdem da ist. Da können auch alle mal Halo Reach zocken, beziehungsweise anzocken, die das Game noch nicht haben. Dann kam außerdem noch das Xbox 360 Dashboard Update raus. Und ich habe jetzt schon einige Nachrichten bekommen, dass damit ein paar Leute Probleme haben, dass da irgendwie nicht mehr was funktioniert. Da sage ich an euch ganz einfach mal, bevor ihr mir noch weiter Nachrichten schickt, klärt das doch einfach selbst, indem ihr auf xbox.de geht, dort kommt ihr zum Kundenservice, ruft die an, schreibt ihnen eine Mail, da erhaltet ihr sicherlich Hilfe. Und im Xbox 360 Marktplatz gab es auch noch Probleme, da gab es einen kleinen Fehlercode, wahrscheinlich auch wegen dem Update. Das sollte allerdings mittlerweile wieder behoben sein und ihr könnt dort wieder ganz normal eure Sachen kaufen. Ja, soviel zu Xbox 360. Crysis 2, dieses Wochenende gibt es offiziell ein Double XP Weekend, das läuft schon, wo ihr das hier seht, aber bis Montag, sprich morgen habt ihr dafür auch noch ein bisschen Zeit und ja, ihr kriegt wie gesagt doppelte Erfahrungspunkte und was Besonderes, was sonst nicht bei Spielen ist, die besten Spieler gewinnen wirklich reale Sachen, Figuren, T-Shirts, Dogtags und so weiter, also haut ordentlich rein, vielleicht gewinnt ihr auch irgendwas. Dann hat Activision gesagt, dass Modern Warfare 3 angeblich der epischste Teil der Call of Duty Serie werden wird. Da haben sie sich natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und sie haben gesagt, dass der neue Teil wesentlich mehr Innovationen mitbringen soll, als es normalerweise ist. Normalerweise kommt das nächste Call of Duty raus und es ist fast das gleiche. Diesmal soll es viele Innovationen geben und es soll ein richtiger Meilenstein im Shooter-Genre sein.
ja, da hat sich Activision wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin gespannt, ob die das einhalten können oder ob es einfach nur eine PR-Aktion ist, dass sich das Ding besser verkauft. Wollen wir mal sehen. Dann hat Sony die PlayStation 4 offiziell angekündigt. Die haben offiziell die Arbeiten bestätigt. Insgesamt investieren sie in das Ding 5,6 Milliarden US-Dollar. Und sie haben jetzt in den letzten Interviews, also bevor jetzt angekündigt worden ist, dass sie daran arbeiten, haben sie immer wieder betont, dass das Ding nicht vor 2014 rauskommen soll. Also der Release ist dann wahrscheinlich 2014, 2015 irgendwann. Ich bin mal gespannt, wann das rauskommen wird, beziehungsweise wann wir mal wieder ein paar Infos zur PlayStation 4 hören werden. Natürlich, das erfahrt ihr dann auch alles hier bei mir. Ja, ich bin gespannt, was uns Sony da präsentieren wird. Auf jeden Fall soll der PlayStation Portable Nachfolger Vita heißen. PlayStation Vita. So wird jedenfalls spekuliert. Es sind alles noch Gerüchte und noch nicht bestätigt. Ich denke, wir müssen da genauso wie mit der Wii 2 und Halo Reach Demo und so weiter bis zur E3 warten, bis wir da irgendwelche richtigen handfesten Sachen, handfeste Beweise haben, weil ja, das alles nur Gerüchte sind und da dürfen wir nicht so viel drauf geben. Es haben sich zwar schon viele Berichte immer wieder bestätigt, aber es gibt auch immer wieder Gerüchte, die totaler Humbug sind. Wie zum Beispiel jetzt dieses Wii-Nachfolger-Video, was auch ein Fake war. Deswegen PlayStation Vita, kann natürlich sein, dass es so heißt, aber wir müssen da noch ein paar Tage abwarten. So, dann Dirt 3. Das YouTube-Feature wird richtig ausgiebig genutzt, hat Codemasters gesagt. YouTube ist mittlerweile mit einer richtigen Welle von Dirt 3-Videos überschwemmt worden. Und ja, falls ihr nicht wisst, was das ist, beziehungsweise wie man in Dirt 3 Videos auf YouTube hochlädt, ich verlinke euch nochmal ein Video in der Beschreibung, wo ich das ausführlich erkläre. Habe ich letztens hochgeladen. Könnt ihr euch ja nochmal angucken, falls ihr das interessiert. So, das wäre es auch schon mit den Gaming News. Diese Woche nicht so viel passiert, beziehungsweise schon viel passiert, aber so Sachen wie das ganz viel Modern Warfare 3 Zeug rausgekommen ist an Trailern und Bildern und was weiß ich, muss ich nicht erzählen. Das wisst ihr sicherlich selbst. Schaut einfach mal im Internet nach, da findet ihr einiges zu. So, aber am Ende möchte ich euch noch zwei Sachen präsentieren, die mich echt umgehauen haben. Ist diesmal nichts Lustiges, aber wirklich Beeindruckendes. Und zwar haben deutsche Forscher in Karlsruhe einen richtig fetten Weltrekord geknackt. Die haben einen Laserstrahl entwickelt, der 26 Terabit pro Sekunde überträgt. Eine Datenübertragung von 26 Terabit in einer Sekunde. Das ist richtig krass, das ist so viel wie 700 DVDs beinhalten an Daten, also richtig, richtig fett. Ich bin mal gespannt, in welchem Zukunftsjahr wir solche Geschwindigkeiten nutzen können, beziehungsweise ab wann sowas überhaupt nötig wird. Für so Sachen wie YouTube, wo fette Server laufen oder so, ist das auf jeden Fall interessant. Wo wir gerade bei YouTube sind, das ist der zweite Rekord, den ich euch präsentieren möchte. Und zwar hat YouTube bekannt gegeben, beziehungsweise Google hat bekannt gegeben, YouTube gehört ja zu Google, dass mittlerweile pro Minute auf YouTube 48 Stunden Videomaterial hochgeladen werden. Das ist richtig, richtig fett und das ist eine Riesenentwicklung, denn das ist doppelt so viel wie letztes Jahr um diese Zeit. Also richtig krass und wir alle, die Videos hochladen, gehören zu diesen 48 Stunden pro Minute dazu. Richtig, richtig fett. So, als letztes noch ein paar Releases für nächste Woche. Da hätten wir erstmal Hunted, Schmiede der Finsternis. Erscheint am 3. Juni für PlayStation 3, Xbox 360 und PC. Dann hätten wir Deep Black, das erscheint am 31. Mai für PC, Xbox 360 und PlayStation 3. Und dann haben wir noch das beste Spiel, was überhaupt nächste Woche erscheint, Die Sims 3, Lebensfreude, am 2. Juni für den PC. Muss man sich unbedingt holen. Geil. Naja, das wäre es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt einiges erfahren. Wie gesagt, nächste Woche gibt es wieder die Gaming News. Nur hier, ist ja ganz klar. Ich wollte mich bei euch auch mal bedanken, weil die Gaming News sind mittlerweile wirklich, sind wirklich die meistgesehenen Videos auf meinem Kanal. Die haben schon nach ein, zwei Tage 2000 Aufrufe drin. Finde ich richtig krass. Das zeigt mir, dass euch die Gaming News gefallen, beziehungsweise, dass ihr die gerne anguckt. Das freut mich natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich habe schon wieder Tschüss gesagt. Auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Ja, all right.